guten Abend, meine Damen und Herren. In Experimente möchte ich Ihnen heute die Videokomposition Tanzstücke von Walter Schröder-Limmer zeigen. Tanzstücke sind quasi Tanzimprovisationen, basierend auf den Kompositionen Conductus 1 und Concerto. Das Video entstand improvisatorisch in Zusammenarbeit mit der Pantomimin und Schauspielerin Susanne Leinweber. Die Tänzerin sollte, so Schröder-Limmer, besonders in der Komposition Conductus gesichts- und wesenlos bleiben. Thank you.
Und nun noch die letzten Nachrichten. Nach den jüngsten Gewaltakten in Frankreich trifft die Regierung in Paris weitere Vorkehrungen zum Schutz gegen den Terror. Wie Ministerpräsident Chirac am Abend bekannt gab, müssen alle einreisenden Ausländer von morgen an ein Visum haben. Ausgenommen davon sind Bürger der EG-Staaten und der Schweiz. Die französischen Truppen sollen die Polizei im Kampf gegen den Terror unterstützen. Schon morgen werden rund 1000 Soldaten an die Grenzen geschickt. Nach den Angaben Chiracs sollen auch die öffentlichen Plätze in Frankreich scharf kontrolliert werden. Kurz bevor der Premierminister die Maßnahmen ankündigte, war an den Pariser Champs-Élysées ein weiterer Sprengsatz explodiert. Dabei wurden ein Polizist getötet und zwei Menschen schwer verletzt. Eine arabische Terrorgruppe, die die Freilassung einer Reihe arabischer Terroristen aus französischer Haft erreichen will, kündigte unterdessen neue Anschläge an. Trotz des Falles Danilov wollen die USA die vorgesehenen Kontakte mit der Sowjetunion wahrnehmen. Der stellvertretende Außenminister Whitehead sagte am Abend in einem Fernsehinterview, die Affäre schließe nicht notwendigerweise weitere Gespräche mit Moskau aus. Falls Moskau sich weigere, den amerikanischen Korrespondenten Danilov freizugeben, müsse die Welt weitergehen, so Whitehead. Nach seinen Worten werden die Außenminister Schulz und Schewardnadze bei ihrem Treffen am kommenden Freitag über den Fall sprechen. Danilov selbst, der fast zwei Wochen in sowjetischer Haft verbracht hat, sagte in Moskau vor Journalisten zu dem sowjetischen Spionagevorwurf, er habe nichts zu verbergen. Die Freien Demokraten haben sich gegen Spekulationen über eine Neuauflage der sozialliberalen Koalition mit der SPD gewandt. Außenminister Genscher versicherte, die FDP stehe zum Bündnis mit CDU und CSU auch nach der Bundestagswahl im Januar. Genscher erklärte, die Gründe, die 1982 zum Bruch mit der SPD geführt hätten, seien inzwischen noch schwerwiegender geworden. Ausgelöst wurden diese Stellungnahme durch einen Bericht des Spiegel. Danach soll Genscher vor kurzem in einem Gespräch mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Rau gesagt haben, wenn es im Januar zur Mehrheit für die gegenwärtige Koalition nicht mehr reichen sollte, würden die Karten neu gemischt. Die Pläne, eine Heinrich-Böll-Stiftung ins Leben zu rufen, die den Grünen nahesteht, werden trotz der Bedenken in den Reihen der Partei weiter verfolgt. Darauf einigten sich Vertreter der Grünen in Köln in einem ersten Meinungsaustausch mit der Familie Böll. Otto Schily von den Grünen kündigte für Dezember ein weiteres Treffen an. Ein Gründungsbeschluss wurde nach seinen Worten noch nicht gefasst. Schily sagte, geplant sei kein Geldverteilungsinstitut, sondern eine Einrichtung, die im Rahmen der politischen Bildung kulturelle Impulse geben könne und sich deutlich von den bestehenden politischen Stiftungen abhebe. Der Verleger René Boll stellte fest, man sei sich darin einig, dass eine nach seinem Vater benannte Stiftung strikt unabhängig sein müsse. Seine Familie würde den Namen Böll auch nicht für eine Einrichtung hergeben, die zu nahe an eine Partei gebunden wäre. Zum Abschluss der Eröffnungswoche für das neue Kölner Kulturzentrum gab es am späten Abend am Rhein ein Spektakel aus Feuerwerk, Lasershow und Musik. Zwischen Deutzer und Hohenzollernbrücke ließ der Münchner Künstler Walter Haupt seine Klangwolken aufsteigen. Trotz regnerischen Wetters waren fast 100.000 Menschen gekommen, um den musikalischen Feuerzauber mitzuerleben. Nach dem Museumsneubau wurde an diesem Sonntag der Saal der Kölner Philharmonie gleich mit zwei Konzerten eröffnet. In dem Festakt am Vormittag bezeichnete Oberbürgermeister Burger die Philharmonie als ein Gemeinschaftswerk der Stadt, des Landes und des Westdeutschen Rundfunks. In dem Konzertsaal, an dessen Bau sich der WDR mit 20 Millionen Mark beteiligt hat, wurde dann am Abend die 8. Symphonie von Gustav Mahler unter der Leitung des neuen Kölner Gürzenich-Kapellmeisters Marek Janowski aufgeführt. Die Wetteraussichten für Nordrhein-Westfalen bis morgen Abend. In der Nacht im Norden des Landes gelegentlich auflockernde Bewölkung, sonst stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstemperaturen zwischen 13 und 10 Grad. Am Montag im Süden des Landes meist stärker bewölkt und noch gelegentlich Regen. Im Norden wechselnd wolkig und weitgehend niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen nur noch zwischen 15 und 18 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. Damit, meine Damen und Herren, sind die Sendungen des Westdeutschen Fernsehens für heute beendet. Was Sie morgen sehen können,
Entnehmen Sie bitte der folgenden Programmvorschau. Ich sage auf Wiedersehen und wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.